Herzlich willkommen zum Nachtstudio der Premium Talkshow im ZDF. Das war ja mal wieder so ein Wochenende. Ob Präsidialpolitik, Wirtschaft, Griechenland, Klimakatastrophe. Man hat das Gefühl, da agieren auf hohem Niveau Menschen wie du und ich. Avanti dilettanti. Leben wir in einer Welt der Stümper? Das fragen wir heute. Und meine Gäste am Kamin sind Dr. Thomas Rietschel. Er war jahrzehntelang Kulturkorrespondent der FAZ. Heute ist er freier Autor und weil ihm der Kragen geplatzt ist, schrieb er das Buch »Die Stunde der Dilettanten, wie wir uns verschaukeln lassen«. Dr. Michael Schmidt-Salomon, er ist gelernter Pädagoge und Philosoph. Er fordert in seiner jetzt erschienenen Streitschrift »Keine Macht den Doofen«. Und Professor Dr. Uwe Wirth lehrt neuere deutsche Literatur- und Kulturgeschichte an der Uni Gießen. Er ist übrigens der einzige professionelle Dilettantismusforscher in der Runde. Dilettantismus als Beruf, so heißt das von ihm mit herausgegebene Buch. Herr Rietschel, ich habe gesagt, Ihnen ist der Kragen geplatzt. War dieses Wochenende wieder mal so ein richtiger Beweis für Ihre These, dass wir nur von Dilettanten umgeben sind? Also ich fühle mich insofern bestätigt, als an diesem Wochenende am Freitag ein Dilettant das Handtuch geworfen hat. Nicht nur wegen der Geschichten, die man in seiner Vergangenheit entdeckt hat, dass es da nicht immer ganz so genau nahm, mit meinen und deinen vielleicht oder mit dem, was er benutzen sollte oder nicht. Nein, auch weil er das Amt, das er hat, innehatte, nicht ausfüllen konnte. Er hat das Amt typisch mit der Vorstellung des Dilettanten angetreten, der sich immer der Dinge nachahmt, die er bei anderen sieht und sich im Glanz der Dinge spiegeln will, ohne zu wissen, was die Dinge verlangen. Also er hat sich viel lieber fotografieren lassen, als dass er was Gescheites gesagt hat, trat viel lieber mit seiner Gattin im Goldbrokatkleid auf und hat ansonsten nicht gewusst, was er mit dem Amt anfangen soll. Ähnlich übrigens wie Herr Westerwelle. Wie wäre Ihre Definition von Dilettantismus, jetzt speziell auf die Politiker bezogen, aber vielleicht im weiteren Gespräch auch auf andere Themenbereiche? Ja, also dass der Dilettant jemand ist, der das, was er tut, nicht beherrscht oder nicht richtig beherrscht, weiß jeder Dilettant und wirft es dem anderen vor. Das ist aber nur die halbe Geschichte. Ich versuche noch die andere Seite zu erzählen. Der Dilettant unterscheidet sich ja vom Laien insofern, als der Laie sich wirklich etwas aneignen will und weiß, dass er es nicht kann. Der Dilettant glaubt immer, das zu können, was er können will. Er lebt aus dem Wollen heraus, nicht aus dem Können. Er meint, ich will das können, also kann ich es. Seine Realität ist die Illusion. Und es wird gefährlich in dem Moment, wo sich dieser Dilettantismus mit der Macht verbindet. Denn dann kann er in der Unfähigkeit und in der Anmaßung, die er hat, Schaden anrichten, für den wir alle aufkommen müssen. Jüngstes Beispiel in den letzten Jahren ist die Finanzkrise gewesen. Das ist das Produkt von Dilettanten. Wir alle mussten sie ausbaden. Oder in der Politik kann man sehen, mit Ansehensverlusten, die es gibt. Wir müssen ausbaden, was sich mit politischem Ansehensverlust des Landes, auch mit einem Verlust an Ansehen der Politik, was Herren wie Hochstapler wie Herr von und zu Guttenberg oder jetzt Christian Wulff angerichtet haben. Wie unterscheidet sich der Hochstapler vom Dilettanten, wenn Sie gerade Herr von und zu überhaupt Doktor nicht. Sind? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich verwende den Begriff Dilettant, Hochstapler, Rosttäuscher, Blender, Synonym. Mhm. Denn der Dilettant lebt aus der Blendung heraus. Er spiegelt vor, etwas zu haben. Also er hat, was immer man ihm abspricht, an Fachkenntnis ersetzt er durch Einbildung. Bildung ersetzt er durch Einbildung. Und seine Kunst, die er beherrscht, ist eben die, sich und den anderen etwas vorzumachen. Die Kompetenz, die er gern hätte und die man von ihm auch erwartet, vorzuspiegeln. Und wir lassen uns leider viel zu gern täuschen. Mhm. Herr Schmidt-Salomon, kommen wir noch mal auf diese Aktualität zurück. Ja. Ne? Auf den Präsidenten oder Ex-Präsidenten Wulff. Ihr Buch heißt ja Alle Macht den Doofen. Nee, keine Macht. Keine Macht. Das ist das deutsche Sprecher, der mir immer wieder nachgesagt wird. Also keine Macht den Doofen. Was, wie spiegelt sich Dilettantismus und, sagen wir mal, Dummheit an diesem konkreten Beispiel, also Dummheit jetzt in Anführungszeichen gesagt? Ich denke, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Meines Erachtens ist das große Problem nicht die Stunde der Dilettanten, sondern die Stunde der debilen Experten. Der Dilettant ist eine Gefahr, weil er vielleicht eine gute Zielvorgabe nicht richtig umsetzen kann.
der Experte ist, aber möglicherweise die viel größere Gefahr, weil er eine schlechte Vorgabe perfekt umsetzt. Und das ist bei der Finanzkrise meines Erachtens eher zu beobachten und auch bei anderen Phänomenen, dass wir die dummen Vorgaben eines dummen Systems perfekt umsetzen. Das heißt, wir machen das Falsche perfekt und dadurch das perfekt Falsche. Und um jetzt auf Herrn Wulff zu kommen oder die Profession des Politikers, scheint mir das eben gerade die Profession des Politikers zu sein, mehr zu scheinen, als er ist. Die Fachkompetenz ist doch letztlich nicht das, was einen Politiker heute auszeichnet. Es geht in der Politik nicht um die Stichhaltigkeit von Argumenten. Es geht um die Verteilung von gesellschaftlicher Macht. Es geht nicht darum, Argumente zu berücksichtigen, die stichhaltig sind, sondern Argumente dann zu berücksichtigen, wenn man sie gesellschaftlich durchsetzen kann. Das heißt, Politiker müssen Interessen verwalten. Und insofern müssen sie den unterschiedlichen Interessensträgern kompetent erscheinen. Das scheint mir die wesentliche Profession des Politikers zu sein. Und in der Hinsicht schien mir Herr Wulff durchaus ein geeigneter Kandidat für diese spezielle Profession. Es hat sich was geändert in der Politik, das ist der entscheidende Punkt. Früher gab es Politiker, die hatten Ziele, die hatten klare Vorstellungen. Heute ist es so, wir leben mit einer postmodernen Politik. Es geht jetzt nicht mehr um feste Überzeugungen, sondern Politiker richten sich nach dem Auf und Ab von Umfragewerten. Der Meinungsmarktbericht ist das moderne Orakel, dem der Politiker folgt. Und das verändert natürlich das politische System. Die verstehen sich als Dienstleister an dieser Gesellschaft und hat dann letztlich die Konsequenz, dass wir die Politiker bekommen, die wir als Volk dann letztlich auch verdienen. Ja, also in der Demokratie geht nicht nur die Macht vom Volk aus, sondern auch die Dummheit. Also das, ganz abgesehen davon, dass das ja defizitistisch wäre, denn dann wären wir völlig dem Zufall ausgeliefert, wenn das so stimmen würde. Aber etwas anderes sagen Sie, er ist Interessenvertreter, er vertritt Interessen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, was den professionellen Politiker vom Dilettanten unterscheidet. Natürlich muss der Politiker oder kann der Politiker nicht alle Fachfragen in seinem Ressort beherrschen. Aber er muss gewisse Interessen vertreten. Und der Dilettant vertritt keine Interessen außer den eigenen. Er ist an keiner Sache interessiert. Er geht in das Amt, um sich im Glanz des Amtes zu spiegeln. Wir haben einen Außenminister, Guido Westerwelle, der in dem Moment, wo er Außenminister geworden war, mit dem Amt nichts mehr anzufangen wusste. Seit er Außenminister ist, gockelt er als Operettendiplomat durch die Welt. Und alles, was er tut, macht er nach. Selbst die Distanzierung in Libyen hat er nachgemacht, was ihm Joschka Fischer in einem anderen Fall vorgemacht hat. Er hat nichts Eigenes, er verfolgt nichts Eigenes. Er macht ist nur auf seine eigenen Interessen fixiert. Also der Goethe sagt, der Dilettant nimmt den Duft der Blume und berauscht sich am Duft der Blume und glaubt, das sei schon die Blume. Dass man die Blume erst züchten muss, weiß er nicht, das vergisst er. Herr Wirth, das war fast schon ein Stichwort. Dilettantismus als Beruf, meinen Sie da die Politiker? Erstmal nicht, wobei natürlich die Frage, dass es sowas wie das Politische des Dilettantismusbegriffs gibt, da auch durchaus mitspielt. Also die Frage, wann wirft man jemandem eigentlich vor, er sei ein Dilettant? Was uns damals bewogen hat, dieses Buch auszugeben, war aber nochmal ein anderer Aspekt, nämlich der, dass es auch positive oder produktive Seiten des Dilettantismus gibt. Und zwar vielleicht jetzt nicht in der Form, wie Sie es gerade geschildert haben, also sozusagen diese Dilettanti-Arroganti, sondern im Sinne einer Figur, die in der Wissenschaftsgeschichte und auch in der Kunst immer wieder auftaucht und die im Grunde dazu da ist, Übergänge herzustellen in Momenten, wo sozusagen ein Fach entsteht, wo sozusagen noch keine professionellen Standards etabliert sind und der in diesen Momenten dann, und da würde ich Ihnen vielleicht an dem Punkt widersprechen, jemand ist, dem es tatsächlich um die Sache geht, also der wirklich interessiert ist und der sich in diesem Aspekt von den Professionellen unterscheidet. Das ist ja auch eine Unterscheidung, die eingeführt wird oder die im 18. Jahrhundert noch besteht, dass die Dilettanti stolz darauf sind, dass sie diejenigen sind, die nicht um das Gelderwerbs willen etwas machen, sondern um der Sache selbst willen, also aus Liebhaberei. Goethe und Schiller haben ja über den Dilettantismus etwas geschrieben. Was haben Sie da gesagt? Also was Herr Ritschel auch gesagt hat,
Er liebt den Duft der Blume, aber weiß nicht, dass sie gezüchtet werden muss. Ja, das ist eine ganz schöne Formulierung, die da auftaucht in diesen Fragmenten über den Dilettantismus und die eigentlich in allen Romanen von Goethe auch immer wieder in der einen oder anderen Form eine Rolle spielen. Werther, der irgendwie da in seinem Blümchenfeld liegt und sagt, ich könnte jetzt keinen Strich zeichnen und bin nie ein größerer Künstler gewesen. Das ist genau so einer, der im Grunde diese rezeptive Kraft, die er hat, oder diese Empfindungskraft, die er hat, als Liebhaber sozusagen schätzt und denkt, der könnte deswegen auch produktiv sein. Naja, und im Grunde ist es so, dass der Begriff, der Ismus-Begriff des Dilettanten, der ist natürlich von Schiller eingeführt worden. Vorher gab es die Dilettanti als die Liebhaber, als die sich sozusagen an der Sache vergnügt haben. Und den Ismus hat Schiller eingeführt. Und da ist was ganz Merkwürdiges passiert. Da gibt es sozusagen so eine Art Umkodierung des Liebhabers zu einem defizienten Leister, zu einem Underachiever, der auf einmal... Was? Ein Underachiever? Was ist das? Etwas, der zu wenig bringt, der sozusagen im defizitären Modus operiert und nun nicht mehr in der Lage ist, die Standards oder die an ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Und interessant ist, dass in dieser Debatte, die Schiller und Goethe dort vom Zaun brechen, die auch übrigens nie veröffentlicht wurde, man munkelt, Goethe sei da maßgeblich daran beteiligt gewesen, weil er selber ja auch in vielen Bereichen dilettiert hat, dass dort im Grunde genommen tatsächlich diese Rückkopplung des Nicht-Dilettanten an den Broterwerb gedreht wird und es ist jetzt die Rückbindung an den Ernst, mit dem man etwas leistet, mit der man sich anstrengt, der wahren Kunst zu huldigen. Also dieses Verernsteln eigentlich, das ist das, was den Dilettantismus-Diskurs dann um 1800 auszeichnet. Ja. Wie sieht es in der Philosophie aus? Sie haben den Begriff des Experten eingebracht, aber eigentlich ist der Philosoph doch ein umfassender Dilettant. Wir haben das auf jeden Fall in der Entwicklung der Philosophie. Die ersten Philosophen beschäftigen sich mit allen Themen, die es überhaupt gibt. Ist auch im Alltag verankert. Gehört zum Lebensvollzug dazu. Und die Spezialisierung der Philosophie, die tritt ja sehr viel später auf. Und man kann durchaus darüber streiten, ob die Professionalisierung der Philosophie letztlich ein Segen für die Disziplin gewesen ist. Denn letztlich wurde der Philosoph vielleicht ersetzt durch den Philosophieverwaltungsbeamten. Der Universaldilettant, der ein Spezialist ist für den Zusammenhang, durch den Fachidioten. Ja, der Geist durch den Aktenordner und Esprit durch die Fußnote. Das heißt, es gibt eben diesen negativen Prozess, der damit zusammenhängt, dass jemand eben dafür bezahlt wird, das zu tun, was eigentlich jeder Mensch von sich aus tun müsste, nämlich nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Wo entsteht dann diese Unterscheidung, die negative Unterscheidung? Wenn man beim 18. Jahrhundert ist, dann ist ja auch, sagen wir mal, in der Romantik beginnt ja auch die Moderne. Es beginnt schon die Zerteilung der Arbeit. Es beginnt schon das professionelle Wirken und die Berufsausbildung. Ist das eine Sache des 19. Jahrhunderts? Oder? Wir haben eine Schwierigkeit. Der Begriff des Dilettanten und des Dilettantismus ist eigentlich nicht bestimmt. Also es kann jeder darunter verstehen, was er will. Und wir verstehen hier auch schon verschiedene Dinge darunter. Er kommt ursprünglich mal auf als der Liebhaber, der sich für etwas engagiert und für die Sache einsetzt. Aber es beginnt im 18. Jahrhundert bei Goethe auch schon der Zweifel, dass er sagt, bei Goethe und Schiller, nee, da ist nicht so sehr viel dahinter, denn die verwechseln halt die Blume mit dem Duft der Blume und wollen sich nur im Glanz dieser Dinge schildern sehen. Das andere ist, dass wir natürlich den Dilettanten sehr viel verdanken. Ohne Dilettanten wären wir nicht zum Mond geflogen und ohne Dilettanten gäbe es keinen Computer. Steve Jobs ist ein Dilettant gewesen, genauso wie andere im Silicon Valley. Ohne Dilettanten hätten wir keine Käthe Kruse-Puppe, die ist von einer Dilettantin auf dem Monte Verita erfunden worden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite aber, da wo es umkippt und problematisch wird, ist in dem Moment, wo der Dilettant etwas betreibt, was er nicht kann, nicht nur, weil er an der Sache interessiert ist und weil er etwas entdecken will und etwas weiterbringen will in der Sache, sondern weil er sich
in dieser Rolle spiegeln will. Wir haben am Ausgang des im 19. Jahrhundert einen Roman von Flaubert, Beauvoir und Pécochet. Das sind zwei Schreiber, die pensioniert werden und dann, nachdem sie pensioniert sind, alles sich ihre Träume erfüllen wollen. Sie wollen alles Mögliche sein. Sie wollen einmal Ärzte sein, Schriftsteller sein, Geologen und sonst was. Das, was sie sich zuerst immer zulegen, ist das Equipment, die richtige Kleidung und alles. Ja. Sie verstehen von all den Sachen überhaupt nichts, aber sie spielen immer die Rolle. Und sie überzeugen damit die anderen Dilettanten, die auch nichts verstehen. Ja. Die Fachleute sind von Anfang an skeptisch.